Moin, moin und willkommen wieder bei. Ja, heute spielen wir wieder meine Minecraft. Ja, ich habe ja gestern habe ich tatsächlich Survival Games mal wieder hochgeladen. Und wow, das war genauso grausam wie vor Monaten. So, ne? Immer nur dieselben Flachpfeifen unterwegs. Und unter der Folge haben geschrieben, ja, jetzt spiel nochmal Bad Wars für die gute alte Zeit. Ja, ich muss im OBS hier. Perfekt. Und dann dachte ich mir, ja, wieso nicht? Was ist denn Bad Wars Beta? Fitness. Okay. Und ich hoffe, Bad Wars ist vielleicht nicht so Beta Bad Wars Now Shop plus zwei Items. So schrecklich. Was ist denn Whiten? Die Map sagt mir gerade gar nichts. Und ich habe endlich einen Texture-Pack reingemacht, ja, weil viele geschrien haben. Habe ich jetzt endlich einen Texture-Pack reingemacht, weil sonst rasten wieder alle aus. So, ja, euer Wunsch ist mir Befehl, Kappa. Und ja, das soweit dazu, zu krassen Info jetzt hier, dass wir heute nochmal eine Runde Bad Wars reinschnuppern. Die letzten 30 Tage nichts. Wow, traurig. Die letzten 30 Tage gar nichts gespielt hier. Beautiful Isla. Okay. Die Maps ist echt neu. Wie viele neue Maps gibt es? Oh, schön. Also, das ist der Vorteil, wenn man ewig nicht mehr gespielt hat. Es gibt auf einmal neue Maps, von denen du gar keine Ahnung hast, dass sie da sind. Und für dich sind die dann einfach da. Und dann denkst du so, wow, so viele coole neue Sachen. Wahrscheinlich ist die Map so seit 3 Monaten schon draußen. Aber ich kenne sie nicht. Ne? Nur mal so, Kollegen. Ja? Nur weil ihr die kennt, kenne ich die noch lange nicht, ja? So, hier, so baut man das übrigens ein, das Bett. Weil ich nur mal gesagt habe, dann weiß gar keiner, wo das ist. Die fragen sich jetzt, scheiße, wo ist denn dein Bett? Ich kann das gar nicht sehen. Naja, das verwirrt die. Das verwirrt die einfach. Und das ist ja auch unser Ziel. Sehr gut, Freund Sahne. So gefällt mir das. Das ist Einsatz, ja? Das, was der Junge abgeliefert hat. Das ist Einsatz. So, kann ich Bad Wars überhaupt noch? Ich habe keine Ahnung. Das ist meine erste Solo-Runde nach bestimmt 5 Jahren mittlerweile, die ich Minecraft nicht mehr gespielt habe. Ja. Die Jahre werden immer mehr, die ich Minecraft nicht gespielt habe. Ne? Ihr wisst Bescheid. Ich komme. Wo ist denn hier sein Eingang? Ah, da. Ich wollte auch schon sagen, sterben wäre meine Idee, oder? Ei. Ich wollte schon sagen, sterben wäre eine Idee. Würde mich freuen, wenn du das tust. Er ist gelieft. Aber kein Problem, wir kriegen den Kill ja trotzdem zugerechnet. Ist trotzdem immer noch unser Kill. Naja, steht ganz groß. Morgame hat dich einfach eliminiert, denn er ist und bleibt der Beste. Genauso steht das dann im Text, im Chat. Genauso und nicht anders. Oh Mann, Alter, das ist doch Banane. Voll awkward, ne? Jeden Tag kam jetzt wieder tatsächlich fast ein Minecraft-Video nach Monaten. Crazy. Ne? Aber ich muss sagen, das fühlt sich jetzt, wenn man diese lange Pause hatte, fühlt sich das einfach so frisch an. Kann man das so sagen? Es fühlt sich frisch an. Ist halt wieder anders, ne? Und ich glaube, wenn ich wieder SG spiele, spiele ich SG auf Mineplex. Denn da spielt SG nur Hacker oder Vollidioten. Immer noch lustiger als auf Gommel. Ne? No hate. So, wunderbar. Ah, Gold. Bin ich eigentlich immer noch ein verpönter Goldspieler dann? Werde ich jetzt eigentlich immer noch gehatet? Und alle schreiben dann, oh, du spielst mit Gold. Du bist schon so ein bisschen ehrenlos, dass du das Spiel spielst, so wie es vorhergesehen ist. Ist das immer noch so krass? Ich weiß gar nicht, wie hat sich denn die Szene verändert, so was zum Beispiel Clan War angeht und so. Ist das mittlerweile immer noch so richtig krass aktiv oder ist es zurückgegangen? Ich meine, früher war das ja, glaube ich, krasser, oder? Komm, wir holen uns mal einen Powerbogen. Bye, bye. Einen Powerbogen habe ich mir geholt. Mit dem krassesten Sheet drauf, den man sich vorstellen kann. So, ich würde jetzt eigentlich gerne zum Gegner watchen. Aber Leute, ihr kennt mich. Ihr kennt mich, ne? Ich mache das einfach wie früher, ja? Safety first, ne? Verhüten ist wichtig. Wir gehen natürlich erstmal uns eine Rettungsplattform gönnen. Und wenn wir diese wunderbare Rettungsplattform haben, dann kann ich auch vorgehen, ohne gleich zu denken, shit, wenn er mich jetzt einmal runterwirft, ist mein ganzer Goldvorteil weg. Das ist Taktik. Das ist eine Taktik, die ist Old Bot Gold, ne? Bot. 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 Bikini Bottom. Bam. So.
Wie viele leben denn noch? Ach, nur noch zwei Leute. Nur noch zwei Leute. Es lohnt sich eigentlich gar nicht mehr, einen Finger zu krümmen, ja? Eigentlich kann ich AFK gehen. Ne? Jetzt noch irgendwie töten, irgendwo hinbauen, ist Verschwendung meiner Ressourcen, ja? Ist mir zu anstrengend. Aber ich finde, ne, die altbewährten Taktiken, ne? Ich finde, die halten sich ewig und am besten. Ne, dieses einfach drauf los. Finde ich immer noch, ist das Beste. Und Gold holen. Ey. Oh, das ist immer noch hier. Dass man immer noch so ein bisschen zur Seite glitscht. Das ist kritisch beim Hochbauen, ne? Das ist kritisch, sowas. So, da ist unser. Da ist der grüne Freund Sahne. Hi. Flieg und Sieg. Und ich hab den Bett. Jo. Er springt von alleine erstmal in den Tod. Er dachte sich so, wie er den jetzt getötet hat. Da hilft nur Selbstmord. Also wenn ich das sehe, da hilft nur Selbstmord. So krass, wie der geplayt hat. Kann ich verstehen, Leute. Kann ich verstehen. Ach man, ich fand Bed Wars auf Dings auch gut. Hypixel war das, glaube ich. Da haben sie Bed Wars eingeführt, ne? Damals. Damals, vor langer Zeit. Nein. Wow. Ich muss mich hier beeilen. So. Ciao. Es ist eh geliefert, glaube ich. Gewonnen, Beautiful Ayla. Bist du stolz auf mich? GG. Beautiful Ayla, bist du stolz auf mich mit deinem wunderbaren Einhorn-Pullover? Bist du? Schreib's doch in die Kommentare. Schreib's doch bitte in die Kommentare. Mann. Wie funktioniert die Auto-Join-Funktion? Kann ich einfach nur den Typen anklicken? Nö. Ich hab alles deaktiviert außer 8x1. Map-Auswahl ist mir Wumpe. Autostart. Ich komme doch immer in Runden, wo ich alleine bin. Irgendwie. Finde ich ein bisschen blöd. Das ist wieder. Boah, nee, das ist nicht die Eileiter. Nee, ist ein anderes Mädchen. Mini-Mischek. Ich habe mich schon gefreut, weißt du? Ich habe mich schon gefreut, dass sie wieder back im Start ist, ja? Und das ist einfach eine andere Person, ja? So kein. Der hat auch so ein Einhorn-Ding. Ist das irgendwie jetzt der neue Minecraft-Trend? Ein Einhorn auf dem Pulli? Wenn das so ist, brauche ich auch ein Einhorn auf dem Pulli. Macht mir mal einen neuen Skin mit einem Einhorn auf dem Pulli. Leute, wenn das der Trend ist, dann brauche ich den. So, egal ob wir jetzt gewinnen oder verlieren, der Spaß zählt, ja? Der Spaß zählt. Wir haben ja jetzt eine Runde gewonnen und das, muss ich sagen, ist nach der langen Zeit eine gute Leistung, die man, sollte man einfach so akzeptieren, wie sie ist, diese wunderbare Leistung. Ich hoffe, ihr hört draußen übrigens nicht die Hintergrundgeräusche, zu krass, denn draußen wagen es Kinder zu spielen. Ich war selber verblüfft, bin selber sehr krass, deswegen sauer auch, dass draußen Kinder spielen. Wow. Okay, das kann ich nicht mehr so gut. Das war gerade schon kritisch. Ich komme. Oh, er baut das noch ein. Hab's. Mir egal. Ist mir egal, dass du das machst. Ich hol's mir trotzdem das Bett. Ne? Da warst du zu langsam. Ach man, das war fies, oder? Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Oh. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Das war zu fies. Das war Boss einer zu mir. Nö. Dann machen wir das altbewährte. Wir holen uns Gold und töten dann den Rest. Das hat man immer noch am meisten Spaß. Ich finde, wenn ich nach unten gucke, habe ich eine gute FPS-Zahl. Ne? Gerade 1800, finde ich, ist eine gute FPS-Zahl. Keine Ahnung, warum ich die habe, aber ich habe eine 1800 FPS in Minecraft. Hey. Aber nur wenn ich nach unten gucke, ne? Da musst du ja nichts angucken. Bin ich gleich schon in der Mitte? Ich habe nämlich nicht mehr so viele Blöcke. Das wäre nämlich sehr schön. Mitte. Ah. Also wie viel habe ich, wenn ich so gucke? Ah, nur 1000. Seht ihr, Leute? Normalerweise nur 900, 800. Ja, seht ihr, Leute? Ich habe gar nicht nur 1800. Ich habe in Wahrheit nur bis 1000 FPS. Das ist traurig, ne? Direkt einen neuen PC bestellen. Bei so wenig FPS, da lohnt sich das ja gar nicht. 1300 in die Richtung. Wow. Wow, 1400, Leute. 1200.
Ist wieder runter. Immer wenn ich F3 anmache, geht meine FPS runter. Ist das normal? Also ist jetzt wirklich so. Immer wenn ich F3 anmache, droppt mein FPS einfach. Ganz merkwürdig, ne? Ganz merkwürdig. So, ich hole mir jetzt direkt einfach eine Rettungsplattform. Dann habe ich das Problem gleich nicht mehr. Wir jetzt noch eine Pickaxe. Und dann brauche ich. Ich mache mal den Pfeil weg. Ich habe immer Angst, dass ich den Pfeil irgendwie im Kampf oder so aus Versehen irgendwo hinschmeiße. So, weg ist er. Und dann bin ich da ohne Pfeil, aber mit Bogen. Ah, ja, es gab doch die Golddings. Voll vergessen. Muss ich beeilen, weil ich will nicht, dass der Typ Gold bekommt. Ne? Meine Philosophie ist, Gold darf nur der Muri. Und diese Philosophie müssen wir auch beibehalten. Ja, ja. Doch, da ist er tot. Oh, Schock umgefallen, weißt du? Schock, schwere Not. Da ist er einfach umgefallen. So, grün macht nichts, das ist schön. Türkis ist down. Und blau lebt noch. Und blau ist dieser lustige Typ, den wir gerade eben hatten. Wir haben aber kein Schwert. Das ist ein bisschen das, der Nachteil. Vielen Dank. Ciao. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Das ist die Muri-Taktik, mein Freund Sahne. Ja? Damit hat er nicht gerechnet. Ich habe keine Ahnung, wieso ich nicht weggeflogen bin. Ach ja, ich hacke. Oh. Das ist mir wieder nicht eingefallen. Voll vergessen. Nein, das war einfach nur Luck. Komm, Longshot, naja, der war so nervös, dass er so, scheiße, ich werd beschossen. Und dann ist er direkt von der Taste gerutscht. Da wird man auch mal nervös, ja? Kann man doch mal verstehen. Und draußen klingelt jemand mit seinem Fahrrad, ey, glaubt gleich, tags, Alter. Schießt gleich eine Harpune ins Fahrrad. Also nicht ins Fahrrad, zum Beispiel nicht in die Person, sondern in die Speichen. So. Dann bleibt die stecken und dann rollt die so durch die Gegend. Egal. Vertiefen wir das nicht. Vertiefen wir das nämlich. Herbie Let's Play, der Herbie. Der Herbie. So, er hat versucht, sich zu mir zu bauen. Das ist natürlich frech. Wir haben jetzt aber diese geilen Schuhe. Ne? Habe ich voll vergessen, dass die existieren. Habe ich voll vergessen, dass die existieren. Aber ich mag die Schuhe. Oh, wir können uns noch eine Rettungsplattform kaufen. Wenn das nicht ein Träumchen ist, dann weiß ich nicht weiter. Und wir brauchen mehr Essen. Das ist auch wichtig. Ja, wir sind eigentlich jetzt relativ gut ausgestattet. Welche Farbe ist denn das da? Ich glaube, die ist geliefert. Hopp. Ja, die ist geliefert. Es leben nur noch zwei Leute. Ja, der ist von alleine runtergefallen. Der fällt vor auf. Was ist denn los, ey? Haben die Probleme, ihre Tasten zu drücken, oder? Die fallen ja alle von alleine runter. Das ist das, wenn man zu hektisch ist, ne? Die Leute müssen mal lernen, ein bisschen mehr Ruhe zu bewahren. Jo. Ciao. Nicht mit mir. Nicht mit Commander Muri. Ich komme. Mit deinem Einhorn, Alter. So, ciao. Einhorn-Pulli, es tut mir leid. Dafür hast du aber ein cooles Einhorn. Ich will es nochmal gesagt haben. Der Rote auch andauernd Selbstmord. Er hat auch gesehen, wie ich gerade den anderen mit seinem Einhorn-Pulli fertig gemacht habe. Dachte er sich auch, wenn er auf Leuten mit Einhorn-Pullis geht, dann, das wird kritisch. Einhörner sind doch toll. Ja, sie, ne? Sie. Komm her, Beef! So. Gewonnen. Zweite Runde gewonnen, ey. Muss ich sagen, war ganz gut. Ey, GG! Ne? 4 Kills. War eine nice Runde. Gut gespielt, Leute. Nice. Ja? Immer ready? Ja? Keiner sagt sowas. Wahrscheinlich alle geschatmutet oder so. Keine Ahnung. Ich muss sagen, ne? Freundlichkeit wird hier klein geschrieben, ne? Und das nicht nur. Warum bin ich instant in der neuen Runde? Komisch. Ne? Dabei ist Freundlichkeit eigentlich ein Nomen. Das wird eigentlich groß geschrieben. Wir gehen mal eben raus. Was soll denn das jetzt? Ne? Wir joinen dann direkt eine neue Runde. What the fuck? Wenn ich eine Runde fertig habe, will ich doch nicht direkt die neue joinen. Ne?
Was ist da hinten? Bad for Auto Join. Was zur Hölle ist da draußen los? 1.12 Bad Wars, ist das so anders? Boah, ey, voll ungewohnt, ey. Muss ich mir mal anschauen. Und wir sehen uns in einer anderen Folge wieder. Danke fürs Zusehen. Bis dann und ciao.